ist die Soundcam. Mit der Soundcam machen wir Geräusche sichtbar. Das System ist einfach, leicht, mobil und robust. Wir haben hier 64 Mikrofone, die die akustischen Informationen erfassen. Und die Soundcam wertet diese aus. Sie analysiert die Laufzeitdifferenzen und kann darüber eine exakte Position der Schallquellen bestimmen und diese im Bild darstellen. Das ist ähnlich wie beim GPS. Wir haben auf der Rückseite ein Touchscreen. Und mit diesem Touchscreen ist die Bedienung des Systems sehr, sehr einfach. Wir können verschiedene Filter, zum Beispiel einen Frequenzfilter nutzen, um genau auf die Schallquelle zu fokussieren, die uns interessiert, sodass nur diese dargestellt wird. Mit diesem System haben wir quasi unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Von Haushaltsgeräten über Elektronikgeräte bis hin zu Straßenlärm oder auch Gebäudelärm. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und quasi endlos. Dieses System macht Akustik und Geräusche greifbar für uns auf eine visuelle Weise. Damit verstehen wir nicht nur, warum das Objekt so laut ist, sondern wir sehen da quasi auch, wo ist dieses Objekt laut und können dann gezielt Maßnahmen dort treffen, um das System zu verbessern. Wir bei der Firma CE entwickeln die Software für unsere Projekte komplett in-house. Das heißt vom FPGA mit seinen Algorithmen bis hin zur Benutzeroberfläche. Dabei ist es uns besonders wichtig, dass die Benutzeroberfläche einfach zu bedienen ist. Das heißt, dass jeder auch mit der Software und mit dem Produkt klarkommt. Für Wissenschaftler und Ingenieure bietet das Programm einen Expertenmodus. Hier sind tiefergehende Einstellungen möglich, sowie hochauflösende Algorithmen, die bei der Lösung von komplexen Aufgabenstellungen helfen. Mit der Entwicklung von akustischen Kameras haben wir schon vor 15 Jahren begonnen. Damals waren das immer nur einzelne Systeme, jedes System unheimlich aufwendig und eigentlich ein eigenes Projekt. Da haben wir zum Teil 2 Stunden aufgebaut, bevor wir die erste Messung machen konnten. Durch die Digitalisierung in den letzten Jahren und die Entwicklung bei zum Beispiel hochwertigen Smartphones haben wir jetzt elektronische Bauteile zur Verfügung, die qualitativ sehr hochwertig sind, die preiswert sind. Und dadurch ist es uns möglich, so eine Soundcam jetzt wirklich als ein Gerät zu bauen. Die Hardwareentwicklung machen wir komplett bei uns im Haus. Das ist sehr wichtig, weil wir unheimlich viele Komponenten hier vereinen. Wir haben die 64 Mikrofone, wir haben die Kamera, wir haben den Akku mit Powermanagement und Ladeschaltung. Und das Ganze muss auf einer Platine vereint werden. Das Ganze wird dann vom FPGA erfasst. Wir haben unheimlich hohe Datenraten. Allein die 64 Mikrofone entsprechen ja 64 CD-Playern, die da simultan erfasst werden müssen. Die Daten müssen online verarbeitet werden und das Ganze dann auf dem Display dargestellt werden. Das schaffen wir in dieser kompakten Form nur, weil wir Software- und Hardwareentwicklung zusammen hier im Haus haben. Die Soundcam wird sehr vielen Menschen bei ihrer Arbeit, bei ihrem Hobby oder bei Dingen unterstützen, die wir heute noch gar nicht wissen. Sie wird helfen, die Welt ein bisschen leiser zu machen. Jetzt müssen wir eine effiziente Produktion aufbauen, um die Soundcam kostengünstig in großen Stückzahlen herzustellen. Dafür brauchen wir eure Unterstützung bei Kickstarter.